So, ich habe noch drei Punkte, die sollte man einfach nur im Hinterkopf haben, wenn man H5P-Inhalte erstellen will. Die sind jetzt nicht unbedingt wichtig, die können wichtig sein. Ich will es nur gesagt haben. Und es sind auch eher so negative Sachen. Zu den guten komme ich gleich. Also erstens, H5P konzentriert sich auf einzelne Inhalte. Also zum Beispiel ein Multiple-Choice-Quiz, ein interaktives Video, ein Bild. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, da verschwimmt das so ein bisschen. Man kann über Column verschiedene Inhalte darstellen, aber eigentlich ist das noch kein Kurs. Und ich bekomme häufiger die Frage, kann man denn damit auch Zertifikate irgendwie verschicken? Oder kann ich denn dies und das machen? Nee, geht einfach nicht. Dafür ist davon viel nicht gedacht. Dafür gibt es eben andere Systeme, die sowas gut machen. Also für Kurse, zum Beispiel Moodle und sowas. Da ist dann H5P drin als einzelner kleiner Inhalt. Aber H5P wird nie irgendwie so ein großes System bieten, mit dem ihr dann eure Nutzer verwaltet oder irgendwie sowas. Muss man einfach nur wissen. Ihr braucht immer noch was drumherum. Wenn ihr Kurse machen wollt, sonst natürlich nicht. Wenn nicht einzelne Sachen reichen, dann nicht. Das Zweite, H5P läuft grundsätzlich nur online. Das heißt, ihr braucht immer einen Server, wo es drauf läuft und dann verschiedene Rechner, die sich da dran hängen. Das heißt nicht, dass der Server im Internet stehen muss. Der kann natürlich auch irgendwie lokal in der Schule stehen und über ein WLAN hat man dann nur da Zugriff. Aber man muss halt ein Häkchen online sein. Ich weiß, es gibt da die Ausnahme. Die heißt Lumi, die stelle ich auch an anderer Stelle vor. Die gibt es aber momentan auch nur für einen Desktop-Rechner, das heißt für Windows, für macOS und für Linux. Das heißt, mit einem Smartphone komme ich damit immer noch nicht an H5P-Inhalte dran und kann die immer noch nicht abspielen, auch nicht erstellen. Geht einfach nicht, muss man wissen. Wenn man auf Offline-Fähigkeit angewiesen ist, wie das ja leider in Deutschland immer noch häufig ist, geht H5P nicht oder man muss Lumi nehmen, hat dann aber eben nur Desktop-Geräte unterstützt. Also auch ein Punkt. Dritter Punkt, der ist vielleicht noch relevant, das werde ich häufiger, nenne ich gefragt, aber ich sehe, Leute machen das. H5P lässt sich momentan nicht für Prüfungen benutzen. Es gibt zwar Pläne, das zu ändern, aber im Moment ist das so, dass sich alles im Browser abspielt. Das heißt, H5P wird einmal an das Gerät geschickt und dann ist da alles drin. Das heißt, im Browserspeicher stehen auch die Antworten für die Fragen, die ihr erstellt habt. Und es ist nicht komplizierter, dran zu kommen. Das heißt, wenn die Schülerinnen und Schüler oder wenn einige mal ein bisschen findig sind und die Informationen teilen, dann habt ihr ein Multiple-Choice-Quiz und denkt euch, ha, mache ich doch mal eine echte Prüfung mit. Und eigentlich kann man aber nachgucken und sich die Antworten im Speicher angucken und die dann eintragen und kriegt dann volle Punktzahl. Spricht jetzt auch nur bedingt gegen H5P, weil wahrscheinlich so eine Prüfung, die darauf basiert, dass da so Geheimwissen kommt, wahrscheinlich auch schon nicht so gut ist, aber man sollte das einfach grundsätzlich erstmal wissen, dass das so Haken und Ösen sind beim Erstellen von H5P-Inhalten. Und zu den guten Sachen, die gibt es natürlich auch. Da gibt es gleich noch einige andere Videos.